Und damit willkommen zurück zur Chaos-Mod. Bauen wir sofort das Gebäude. Jetzt warten wir noch ein kleines bisschen. Was ihr bei der Mod wirklich vermeiden solltet, dass ihr eure Basis mit ausbaut. Also ich versuche meistens maximal 6 Spielerkarten auszuwählen, weil 8 Spieler, das ist so instabil. Sollen jetzt mal sich hochrüsten. So, stehen geblieben sind wir ja bei den Rocketeers. Dann würden wir jetzt hier automatisch unten weitergehen, aber ich euch noch gezeigt haben, was der Psychodominator kann. Das habe ich erstmal nachhinein herausgefunden. Ich muss das noch ein bisschen durchscrollen. Wer greift wen erstmal an? Das muss ich auch wissen. Die greifen mich auch an, das ist natürlich schlecht. Alle gegen mich? Och Leute, ihr müsst euch gegenseitig angreifen. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Attacke bei den Gegnern einsetzt, hat ja gerade das Yuri-Gesicht über den gesehen, die übernehmen alles. Sprich, wenn so eine Einheit, mal gucken wir mal. Die könnten jetzt theoretisch, wenn jetzt zum Gegner laufen, alles übernehmen. Außer eine Spezialeinheit, das können sie natürlich nicht. Was seht ihr? Die sind nur in der Nähe, können Gebäude übernehmen, Einheiten übernehmen. Und das könnt ihr mit den Gegnern einer Tour machen. Ja gut, haben sie sich gesprengt. Das können wir nochmal hier unten einsetzen. Man hat es ja gerade kurz gesehen, die übernehmen sich. Zack, Panzer übernommen. Das geht bis hin zur gegnerischen Basis, je nachdem, was ihr alles ausgewählt habt. Die sind schlimmer als ein Superhirn. Die sind viel. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Die sind viel schlimmer als ein Superhirn. Zack, 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 der über. Eine einzige Einheit, der eiert hier so durch. Zack, verkauft. Die ganze Basis ist schon fast weg. So, können wir das verkaufen? Hab das auch mal gesehen. Jetzt haben wir noch auf der Liste den Yuri. Ich glaube, das war er hier. So. War auch ein bisschen schwierig herauszufinden. Ich dachte, den müsste man erst killen. Aber den ist ja nicht so. Da muss man auch wirklich außerhalb sein. Du müsstest seine Spezialfähigkeit aktivieren. Wieso machst du das nicht? Jetzt mach das. Jetzt bekommen sie alle Schaden. Alle. Egal ob ihr es seid, ob es der Gegner ist, alles bekommt Schaden. Minimal, ihr seht ja, durch diese kleine Attacke. Und das breitet sich auch aus wie ein Lauffeuer, müsst ihr aufpassen. Selbst Lufteinheiten sind, ihr seht es ja, Rocketeers sind betroffen. Alles wird angegriffen, selbst die eigenen Einheiten. Ja gut, außer jetzt das Spezialgebäude. Jetzt sind unsere Einheiten auch infiziert. Selbst das Gebäude, das wird jetzt alles zerstört. Das habe ich schon so weit getrieben, dass die ganze Karte infiziert war mit dem ganzen Rotz. Deswegen aufpassen, wenn ihr Lufteinheiten zu euren Gegnern schickt und die Lufteinheiten fliegen bei eurer Basis, die werden mit infiziert. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, wir waren stehen geblieben. Was machen wir da mal? Wir machen das mal. Ich glaube, das war... Junge, was ist denn mit dir los? Ach nein, das war ja das mit Bildern. Das ist so stumpf. Mit Känguru-Bildern machst du den Gegner kaputt. Natürlich. Das nehme ich auch mal ganz schnell wieder raus. Ihr seht, alles ist vernichtet. Ja, unser Spezialgebäude. Lassen den mal hier hinten. Jetzt habt ihr gesehen, was das hier kann. Gelber Typ. Die sind immer noch. Junge, was ist mit dir los? Wieso schickst du so viele Kiros? Ich hab dir auch gar nichts getan. So, wo ist das? Ah, wo ist das nach dem Bild? Warte, das war hier. Chrono. Ach, das war die Chrono-Atombombe. Ja, die ist. Ja, speziell.
Guckt euch den Radius an. Das wird dir nichts bringen, Kollege. Die sieht harmlos aus, wenn sie aufschlägt. Jetzt pass mal auf. Zack, 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 zack. Basis weg. Hä? Nein, das wollen wir nicht. Schick die auch nur einmal los. Das muss auch noch weg. Diese Explosionen, die sich immer anhören. So, weg, 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 weg. Noch ein Atomkraftwerk. Ach, stimmt ja gar nicht. Ach du Schande, wann hat denn der hier unten angefangen zu bauen? Nee, Kollege, das geht so nicht. Das geht so nicht. Was der hier oben alles hat. So, was verkaufen wir doch mal. Habt ihr mal gesehen, was passiert mit der Chrono-Atombombe? Gelb ist schon so gut wie weg. Was haben wir noch? Müssen wir kurz gucken. Ah, Ivan? Jetzt schon oder in der nächsten Runde? Er ist ja schon fast besiegt hier, Grün. Wie man so gar nicht daherkommt. Ja, sollen die Schiffe ruhig angreifen? Der kommt in seine Festung an. Da nimmt doch einiges raus. Gelb gegen Grün. Oh, auf heroisch. Die sind so mies, die Biester. Davon 9 Stück, vollgepackt mit Seals und Raketensoldaten. Ey, der Gegner ist, der ist fertig. Der kann einpacken. Ah, Grün wurde vorzeitig besiegt. Schade. Was können wir denn mal machen? Was können wir denn mal machen? War mal wieder sehr schnell zu Ende die Runde. Können wir machen? Nein, er hat verkauft.